Ja, hallo liebe Ann-Kathrin, ich freue mich total, dass das geklappt hat mit unserem Gespräch zu dem wunderbaren Paket von der Gela Löhr, wo wir beide dabei sein dürfen. Und ich wollte jetzt in diesem kurzen Gespräch mit dir einfach, dass wir beide uns vorstellen, auch was zu unseren ganz besonderen Inhalten erzählen, die wir festgestellt haben, ja auch gut zusammenpassen. Auch noch ein bisschen was zu den anderen Sachen, die es da gibt. Und einfach ein bisschen Lust drauf machen, sich dieses Paket mal anzuschauen, was es ja nur eine Woche gibt und was eine Riesenchance ist, ganz viele tolle Sachen kennenzulernen, wie ich finde. Genau, und ich sage noch mal kurz, wer ich bin: Alexandra Cordes-Guth. Ich bin Coach, Therapeutin und Autorin. Ich lebe in Ravensburg und begleite vorwiegend Menschen, die sich beruflich verändern möchten, die sich mit ihren Selbstzweifeln im Weg stehen. Und mir ist es ein Herzensanliegen, Menschen auch zu einer wunderbaren Freundschaft mit sich selbst zu begleiten. Mit welchen Methoden ich das mache, darauf kommen wir noch. Darf ja noch ein bisschen spannend bleiben. Liebe Ann-Kathrin, dann bitte ich dich, dich vorzustellen und auch etwas zu dir zu erzählen. Ja, hallo liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass das so spontan mit uns beiden hier geklappt hat. Das finde ich ganz wunderbar. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Kossendey-Koch und ich bin ja Apothekerin von der Ausbildung her und bin aber jetzt schon seit längerem rein im Online-Business und bin als Gesundheitscoach, als Mentorin unterwegs und helfe vor allen Dingen Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und das mache ich auf eine ganzheitliche Art. Also bei mir gibt es zum einen medizinische Fakten, aber eben auch sehr intensive Coaching-Methoden, weil ich eben der Meinung bin oder auch erfahren durfte, dass nur wenn du wirklich alle Ebenen, Körper, Seele und Geist wirklich heilst, auch wirklich eine körperliche Erkrankung sich bessern kann auf Dauer. Und dann ist es immer noch so, dass ich auch noch so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, sehr viel energetisch arbeite. Das ist einfach eine Gabe, eine Facette von mir, die ich lange Zeit eher so für mich nur ausgelebt habe, aber so vor gut 2 Jahren dann immer mehr den Ruf, den Drang gespürt habe, dass das auch nach außen darf, weil ich so auch natürlich auch noch viel intensiver und auch schneller mit meinen Herzenskundinnen arbeiten kann, weil ich natürlich viel schneller an Dinge rankomme, ja, als vielleicht mit ganz klassischen Methoden. Magst du da noch mal kurz was zu sagen, was für dich energetisch arbeiten heißt? Da versteht vielleicht ja jeder auch ein bisschen was anderes drunter. Ich selber finde es ein total spannendes Thema. Ich habe auch meine Idee dazu. Aber vielleicht magst du mal so deine Idee von energetisch arbeiten noch erzählen. Ja, sehr gerne. Also zum einen arbeite ich sehr intuitiv. Also bei mir gibt es jetzt nicht Methode A oder Methode B und nach der läuft das dann, sondern ich gehe da ganz intuitiv vor und auch individuell eben mit meinen Herzenskunden. Und ich verbinde mich halt sehr gerne auch mit meiner Herzenskundin dann und schaue einfach, ja, wo, sag ich mal, bei der Kundin selber der Schuh auch wirklich drückt, auf der seelischen Ebene. Weil das ist, sag ich mal, diese chronischen Erkrankungen, gerade ich mache sehr viel im Darmbereich auch, also Reizdarmpatienten kommen viel zu mir, sag ich mal, alle entzündlich chronischen Erkrankungen des Darms, weil das eben ja häufig Kundinnen sind, die einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben. Ja, weil sie eben häufig sehr diffuse Symptome haben, nicht so richtig ernst genommen werden von der Medizin, immer so ein bisschen hin und her geschubst werden. Und da liegt sehr viel auch im emotional-seelischen Bereich bei diesen Patientinnen. Das ist eigentlich der Hauptfaktor. Und ja, da bin ich dann, freue ich mich immer, wenn ich dann helfen kann. Und gerade auch, was du ja auch sagtest, das fand ich so nett, gerade mit der Freundschaft mit sich selbst. Gerade so das Thema Träume, Visionen, die ja auch jetzt, sage ich mal, angesprochen werden in diesem tollen Paket von der Gela, das ist auch ein ganz großer Faktor, ne? Weil wenn du chronisch krank bist, fallen Träume, Visionen, Wünsche sehr oft hinten runter, weil du dich ja nur noch um deine Krankheit drehst und auch der Meinung bist, du hast gar keine Chance mehr oder gar kein, du hast gar keinen Raum mehr dafür, weil es geht nur noch darum, irgendwie mit dieser Krankheit klarzukommen. Und
Deswegen finde ich das so schön, dass dieses Paket jetzt angeboten wird, weil das ist was unglaublich Wichtiges. Ja, das kann man gar nicht glauben, ne, was da an geballter Kraft drin ist, die tatsächlich auch hilft, so die Träume ins Leben zu bringen. Mir ist gerade noch so durch den Kopf gegangen, also ich hatte dich ja gefragt, ne, was ist für dich energetisches Arbeiten? Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ich fasse es nur noch mal so kurz auch für mich zusammen, das ist vor allem dieses Intuitive. Und du sprichst ja auch von deinen Herzenskundinnen und dann arbeitest du ja letztlich vermutlich auch so auf der Herzensebene, so mit der Intuition, die auf dieser Ebene sich dann auch meldet. Ich glaube auch, da findet so eine besondere Art von Kommunikation auch oft statt, wenn man ja das mal erlebt hat und es spürt, dann ist das so eine ganz tolle Erfahrung. Also verstehen wir auch was Ähnliches unter energetischer Arbeit. Ja, definitiv, ja. Genau. Mhm. Und dann ist mir noch so durch den Kopf gegangen, dass ich den Spruch kenne, dass der Körper ja auch der Übersetzer der Seele ist. Das ist mir so eingefallen bei dem, ganz oft sind vielleicht auch Träume, die da noch gelebt werden wollen, wenn der Körper irgendwo versucht, Zeichen zu geben, da ist was nicht verdaut, verarbeitet, es liegt mir was im Magen. Und dass das eine Riesenchance ist, vielleicht auch dem mit dir auf die Spur zu kommen. Was möchte denn da vielleicht noch raus in die Welt? Ja, und ganz richtig. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir alle mit einer Aufgabe hier sind. Also wir sind nicht einfach hier, weil es gerade so zufällig in den Kram gepasst hat, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle auch mit einer gewissen Aufgabe kommen und Aufgabe gar nicht so gesehen im, sag ich mal, die Welt zu verändern, sondern Aufgabe eher, die unsere Seele eben lösen darf oder wo sie so ein bisschen auch herausgefordert ist. Und das ist auch, beobachte ich auch ganz häufig, dass wenn du so völlig davon weggehst, dass dann auch der Körper versucht, dich wieder zurückzubringen. Ja, zurück wieder auf deinen Weg, der im Grunde genommen ja aus täglichem Lernen, täglichem Weiterentwickeln besteht. Und wenn du eben da weggehst von dem Weg und, sag ich mal, nur noch funktionierst, dann kommt der Körper auch gerne ins Spiel und erinnert dich. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir alle eine Berufung haben, so wie Viktor Frankl das auch ausgedrückt hat. Wir alle haben ja auch ein Bedürfnis nach Sinn im Leben. Es geht eben nicht nur um Haben, sondern auch so unser einzigartiges Potenzial in die Welt zu bringen. Und so die Welt, ein bisschen platt gesagt, zu einem besseren Ort zu machen auch. Wir alle haben die Fähigkeiten in uns. Genau, da knüpfe ich jetzt vielleicht mal an, mit welchen Inhalten wir dazu beitragen möchten. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, dass ich auch den Namen richtig sage von Gelas Paket. Wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Jetzt finde ich den Namen. Also es geht auf jeden Fall um, doch, da steht es, Träume leben mit 40 plus. Das ist genau. Auch eine Frage. Das finde ich auch einen tollen Titel. Ne? Da ist, also mit 40 geht es eigentlich erst richtig los. Und es geht um Träume leben. Und da gibt es eben wunderbare Methoden, die dabei helfen, die dabei unterstützen, die bestimmte Kanäle öffnen. Und Ann-Kathrin, erzähl du doch gerne mal, was so dein Beitrag ist in diesem Power-Paket, eine Möglichkeit anzubieten, die den Weg zu den Träumen ebnet. Also was ganz wichtig ist oder was ich so ganz häufig feststelle, was ich sehr, sehr traurig finde, ist, dass viele diesen Zugang zu ihren Träumen, Wünschen, Bedürfnissen gar nicht mehr haben, weil sie entweder ja so gefordert sind, funktionieren, so in ihrem Alltag eingebunden sind und dass es ihnen dann auch ganz schwer fällt, auch diese Fantasie wieder zu wecken, die du einfach auch für deine Herzensträume wirklich brauchst. Also als Kinder haben wir das so gut drauf, ja, da können wir uns alles vorstellen und alles ist möglich und die Welt steht uns offen. Und wenn wir dann 40 plus sind, dann ist es plötzlich, ja, dreht sich vieles nur noch um die Familie, um den Job, um die Eltern, die ich vielleicht pflegen muss. Und es ist so viel Ernüchterung eingetreten, die gar keinen Raum mehr lässt für Fantasie. Und da finde ich das Malen einen sehr, sehr schönen Weg, um wieder so diese Verbindung zu sich selbst, zu der Fantasie zu bekommen, so Türen zu öffnen, die vielleicht ja versperrt waren bis jetzt oder die verschlossen waren, wo man nicht richtig rangekommen ist. Und deswegen biete ich das intuitive Malen an. Also das ist Ann-Kathrins Seelenmalerei. Ich habe im ersten Halbjahr dieses Jahres schon mal das so als einzelne kleine Workshops angeboten. Das kam unglaublich gut an.
Und dann habe ich mir für das zweite Halbjahr überlegt, okay, das Ganze machen wir noch ein bisschen intensiver. Jetzt sind es wirklich 3 Abende, die in Folge sind, also an verschiedenen Terminen, die immer ein Thema auch wirklich haben. Also am ersten Abend geht es darum, das innere Kind zu treffen, das innere Kind zu befreien. Beim zweiten Abend dreht es sich um den Schutzengel, wirklich mal den Schutzengel zu treffen, den wir alle haben. Ja, manche haben sogar mehrere, aber einfach um wirklich da auch mal in Kontakt zu kommen, weil das ist auch so ein schönes Gefühl, dass du eben nicht alleine bist, dass du nicht alles alleine bewältigen musst. Ja, dass da jemand, wie auch immer, in Form seiner Energie, mit seiner Hand irgendwo um dich herum ist. Und am dritten Abend machen wir das wirklich, dass wir versuchen, jeder für sich so gut wie er kann, wie er möchte, auch schon vorbereitet durch die Abende vorher, mit seiner Seele wirklich in Kontakt zu treten, die Farben der Seele aufs Papier zu bringen. Und ich mache das gerne so, dass ich eine spezielle Meditation für den Abend dann mit meinen Teilnehmerinnen wirklich mache. Die ist dann auch speziell auf diesen Abend vorbereitet. Und nach der Meditation ist nahtlos, gehen wir über ins Malen. Und das ist wirklich so ein rein intuitives Malen. Es geht nicht darum, jetzt zum Beispiel seinen Schutzengel zu malen, sondern es geht darum, einfach Farben aufs Papier zu bringen. Und das ist schon so ein Übergang auch ins mediale Malen. Also das ist nicht rein nur das intuitive Malen, auch das mediale Malen und Farben alleine. Ja, was Farben schon für Emotionen auslösen können. Farben zeigen Emotionen. Farben haben so eine Kraft. Und das ist einfach unglaublich schön, wenn man in so einer ganz bestimmten heilsamen Energie schon drin ist, dann einfach zu malen und zu schauen, was kommen für Impulse, was kommen mir für Gedanken, was habe ich so, ne, was geht mir durch den Kopf? Und wenn ich das dann notiere, ist es ganz häufig so, dass ich Tage später plötzlich verstehe, was da passiert ist an diesem Abend. Also es muss gar auch an diesem Abend selber gar keinen Sinn ergeben. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie ein Ergebnis zu haben oder was abzuliefern oder zu sagen, ich hatte aber die tollsten Erkenntnisse, sondern es geht nur darum, zu spüren, zu fühlen, ja, und zu sein. Also einfach sich auch die Zeit und den Raum zu nehmen, ganz bewusst zu sagen, heute geht es mal 2 Stunden nur um mich und nur ums Fühlen und Spüren und nicht um irgendeine qualitatives Ergebnis oder, ne, Leistung. Das darf alles draußen bleiben. Und es ist auch überhaupt nicht, weil manche dann auch sagen, ja, aber ich weiß, ich kann meinen Kopf nicht abschalten. Ja. Egal. Einfach mal sich drauf einlassen und dann schauen, vielleicht kann man ihn ja doch ausschalten oder austricksen. Ja, oder erstmal akzeptieren, dass der Verstand noch ein bisschen mitplappert, während man sich da losmacht, ne, und anfängt. Das versuche ich auch mal zu sagen, so in meinen Meditationen dann, ja, und wenn der Verstand noch spricht, ist auch in Ordnung. Irgendwann völlig in Ordnung. Drauf. Ja, das ist mal so und mal so, genau. Und das Schöne ist ja, also dadurch, dass du ich werde es so machen, dass man die Meditation auch wirklich zum Download dann hat, du kannst es ja auch immer wiederholen. Du kannst es immer wieder machen. Und es geht einfach darum, dein Unterbewusstsein einzuladen, ja, sich immer mehr zu öffnen und dir einfach auch Hinweise zu geben. Was sind meine Träume? Was sind meine Wünsche? Was ist meine Seelenaufgabe? Wo soll es noch hingehen? Einfach um diesen Zugang so ein bisschen freier zu machen. Ja, ich glaube, das brauchen wirklich so viele Menschen. Also das erlebe ich auch im Coaching. Ja, wenn ich dann sage, machen Sie doch mal eine Liste mit Dingen, auf die Sie mal wieder Lust hätten, die Ihnen Freude machen, weil die Freude und die Leichtigkeit so verloren gegangen ist, fällt Ihnen oft erstmal gar nichts ein. Und dein Angebot klingt auch so, als ob das eben so ein Schritt in diese Richtung ist. Also auch diese Gruppenenergie, die dann ist ja auch egal, finde ich, wenn es online ist, trotzdem entsteht dieses Netz zwischen den Teilnehmern. Und definitiv. Ja, und durch die Meditation, dass da so eine ganz wundervolle Energie sich schon den Weg bahnen kann. Und dass das so eine Möglichkeit ist, wieder in diese Leichtigkeit und Freude zu finden, die, wie du vorhin gesagt hast, wir als Kinder eigentlich haben und die durch das viele Tun und das viele, was brauche ich alles, verloren geht. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, das erleben zu dürfen.
Ja, und ganz viele haben ja auch, wo du das gerade sagtest, manchmal ist es auch so, dass es im ersten Moment, wenn du das hörst und irgendwas in dir sagt, um Gottes Willen, nee, das, also das kann ich gar nicht. Oder auch so diese viele Stille, das ertrage ich gar nicht. Oder gerade dann ist es ganz wertvoll, sich mal zu überwinden und zu sagen, komm, ich probiere es, ich mache es einfach. Ich versuche es mal. Ich kann ja jederzeit abbrechen. Es ist ja online, ich kann ja jederzeit sagen, ich steige aus, alles gut. Aber da steckt häufig, ne, gerade dieser Wunsch dahinter, ja, endlich mal wieder Zugang zu haben. Also von daher kann ich es wirklich, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und das sind dann 3 Abende, 2 Stunden. Genau. Bis wann wird es dann immer sein? Das ist dann immer von 7:30 so bis, und also Open End. Also wenn es eine halbe Stunde länger dauert, dauert es eine halbe Stunde länger. Das ist also auch gar nicht das Ding, aber wir starten um 7:30. Ganz in Ruhe, und es gibt trotz allem eine kleine Facebook-Gruppe noch dazu, weil ich gesagt habe, naja, vielleicht ist auch das Bedürfnis, zwischendurch sich mal auszutauschen, das finde ich immer ganz schön. Dann kann ich auch noch so ein bisschen was zum Thema Farben teilen und da auch noch mal so ein bisschen Informationen weitergeben. Das finde ich immer einen guten, kurzen Draht zu den Teilnehmern. Ich habe das aber trotzdem alles auch in so einem kleinen Mitgliederbereich, dass man also auch die Aufzeichnung hat, die Downloads hat, cool, dass man das wirklich so für sich auch hat. Und vielleicht entdeckt die ein oder andere das ja auch für sich als Hobby. Ja. Und deswegen, das, mir ist immer wichtig, dass bei allem, was ich tue, so in meinen Kursen oder Coachings, dass ich immer die Leute, die Menschen dahin bekomme, dass sie es für sich selber gut anwenden können, in Zukunft auch. Das ist mir immer so wichtig, weil es nützt dir ja nichts, wenn du jemanden hast, wenn du mit dem zusammen was machst, wo es wirklich gut klappt und man auch Erfolge hat. Und sobald du dann das Coaching oder die Begleitung nicht mehr hast, bist du wieder auf dem alten Weg. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist immer, dass es wirklich möglichst so ist, dass die Herzenskundin dann am Ende auch selber ihren Weg gehen kann. Ja, das finde ich auch ganz toll. Nee, das ist nicht, dass dann man das Gefühl hat, man kann es nur mit dir zusammen machen, sondern man bekommt von dir das Handwerkszeug und genau, den Impuls, um dann alleine loszugehen, und hat dann auch Lust, das mal auszuprobieren und so eine Möglichkeit in seinem Werkzeugkasten, die einem hilft, diesen Träumen immer näher zu kommen. Das ist schön. Ja, das ist bei mir ja ähnlich mit dem Schreiben. Deswegen habe ich ja auch gesagt, bei uns ist da wie so eine Brücke zwischen den beiden Sachen. Ich habe es vorhin kurz gesagt. Ich habe in der Klinik als Psychotherapeutin die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gerade die kreativen Sachen erstmal so, oh nee, das kann ich nicht, ich kann nicht malen. Und bei mir das Thema, ich kann nicht schreiben. Und gerade wenn man dann aber sich mit der Intuition verbindet, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, sich darüber auszudrücken. Und ich sage immer, da spricht dann die Herzintelligenz. Ja, das ist so für mich die Intuition. Und ich biete ja einen Tagesworkshop an im Januar, wo es um den Rückblick zum letzten Jahr geht und das, was man da so an Schätzen einsammelt, auch mit ins neue Jahr zu nehmen und zu gucken, wie kann ich denn diese Schätze für meine Träume in 2022 nutzen. Wir haben ja alle unser Gehirn hat die Tendenz, immer so eher die Probleme anzuschauen, das katastrophische Denken. Ja, und es ist so wichtig, auf die Ressourcen zu gucken, auf das, was habe ich alles erschaffen, und das ganz bewusst mitzunehmen. Und es sind dann wie so Samen, wenn man die mitnimmt, die im neuen Jahr aufgehen können. Und dann vielleicht, wenn die Teilnehmerin vorher schon in deinen Malabenden waren, dass dann schon auch ganz viel sich verbinden kann und Bilder fürs neue Jahr entstehen. Also das fände ich toll, wenn in dem Paket die Dinge, glaube ich, auch ganz schön ineinander greifen können, wenn das viele auch für sich nutzen. Und es ist ja ein unglaublicher Preis. Für 99 Euro gibt es ein Riesenpaket. Also ich glaube, jedes von unseren Angeboten kostet normal schon mehr. Ja, und also ich habe schon gesagt, es ist ein Must-Have. Also dieses Paket ist, also wer das nicht kauft, da fällt mir gar nichts zu ein, wenn ich es nicht kaufe. Also das ist so toll. Ja. Und ich finde gerade das, was du gesagt hast, gerade mit dem Schreiben, das ist so, also ich habe ja auch Menschen, die ich wirklich, Herzenskunde, die ich über ein halbes Jahr intensiv begleite, das ist immer eins der ersten Dinge, die wir etablieren, das intuitive Schreiben. Ja. Ich mache es selber auch, jeden Morgen. Wirklich im Bett sitzend, ja, schreibe ich erstmal. Und das ist, also ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Das ist so wertvoll und so schön. Und ich finde die Idee so toll, das, ne, was wir geschaffen haben, und das mit rüberzunehmen, das finde ich großartig. Einfach nur großartig. Weil ich kenne das auch. Also ich kenne es sogar von mir selber. Man ist so,
weißt du, was schiefgegangen ist im Jahr, das fällt dir total, kannst du gleich, ne, so aufzählen. Und wenn du dann sagst, was war gut, da muss ich erst noch mal kurz überlegen. Wenn man das nicht, also ich mache es mittlerweile auch so, dass ich jeden Monat so einen Rückblick mache mit positiven Dingen, damit ich einfach da auch geübter drin bin. Ja. Weil das ist die ersten Monate mir total schwer gefallen. Ja, was war denn und was war gut? Da musste ich erst nachgucken. Ja. Verrückt, ja, wirklich verrückt. Ja, wir haben als Familie sogar ein Glücksglas in der Küche stehen. Das gibt es, glaube ich, aus Skandinavien. Mit einem Zettelblock daneben und immer in dem Jahr, für das das Glücksglas dann steht, wenn man einen schönen Moment erlebt hat, zusammen oder alleine, dann wird der Zettel aufgeschrieben mit Datum und kommt da rein. Und am Ende des Jahres packen wir das aus und legen das auf unseren Esstisch. Und dann total begeistert, weil wir haben einmal versucht, den Rückblick so zu machen und uns ist so wenig eingefallen. Das ist ja schlimm, was man alles vergisst. Und dann habe ich die Idee mit diesem Glücksglas irgendwann gelesen und dachte, ist das toll. Ja, und das ist wirklich immer ein Freudenfest. Und das hoffe ich, dass uns das in dem Tagesworkshop auch ansatzweise gelingt. Und ich werde es so machen wie du. Es gibt geführte Meditationen, um erstmal wieder in die Entspannung zu kommen, aber auch mit dem Ziel, gar nicht so viel zu erwarten, was da jetzt alles rauskommen muss. Ich glaube auch, vieles wirkt nach. Es muss nicht am Abend dann irgendwie das und das passiert sein. Es geht auch viel um sein dürfen. Von daher glaube ich, sind unsere beiden Angebote in dem Paket auch sehr ähnlich aufgestellt. Aber wie du schon sagst, ich finde eine tolle Ergänzung. Also wirklich richtig gut. Als hätten wir uns vorher abgesprochen, oder? Ja. Das haben wir gar nicht. Aber irgendwie die Intuition wusste auch da, das passt irgendwie, frag mal an. Ja. Aber ich habe auch noch mal geguckt, um zu sagen, was es sonst noch alles Tolles gibt in dem Paket. Also von der Gela selber gibt es natürlich ein tolles Angebot. Die hat von der Idee zum fertigen Buchkonzept, das ist für die vielleicht schon lange den Traum haben, mal ein Buch zu schreiben, kriegen da, also Gela macht da wirklich ganz tolle Sachen. Das kann ich, ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe auch schon Workshops bei ihr gemacht, die sind super. Ein Schreibcamp dabei gewesen und so. Und sie geht auch sehr individuell auf die Leute ein. Dann gibt es auch einige sinnliche Angebote, wo es um das Thema Körper und Lust geht, was ich total spannend finde. Ayurveda ist dabei, ein Berufungsworkshop. Und auch Infos, nebenberufliche Selbstständigkeit. Es ist ein Mix aus Angeboten, die live stattfinden, aber es gibt auch einige Online-Kurse, die man sich jederzeit abrufen kann, die dann als Videos zur Verfügung gestellt werden. Also man hat jetzt nicht 40 Termine, weil es sind 40 Angebote, die man in kurzer Zeit abarbeiten muss, sondern es gibt auch viele Sachen, die man dauerhaft dann einfach anschauen kann. Ja, und das finde ich persönlich auch das Schöne im Gegensatz zu Online-Kongressen. Dass du nicht so, weißt du, diese Zeit im Nacken hast, du musst jeden Tag und zack, 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 sondern du kannst dir wirklich Sachen wie auf dem Buffet einfach raussuchen. Mhm. Und auch sagen, okay, und wie gesagt, wie du schon eben gesagt hast, also die Angebote einzeln kosten ja schon mehr. Also du hast im Grunde genommen schon, egal welches Angebot du dir da raussuchst aus dem Power-Paket, hast du den Preis schon drin. Naja. So, also du kannst ganz entspannt sein, du brauchst auch nicht denken, ich muss jetzt 40 Sachen abarbeiten, damit es sich gelohnt hat. Das ist einfach, also das ist so ein Riesengeschenk, dieses Power-Paket. Also ich finde, das Human Design ist auch dabei, finde ich auch, habe ich auch schon geguckt, finde ich auch ganz spannend. Wow. Weil hier natürlich auch dadurch mehr so, ne, klar wird, wie ticke ich wirklich, wie kann ich es mir leichter machen, meine Träume zu verwirklichen? Das ist ja auch sowas, ne? Es ist ja nicht immer nur der Traum selber, sondern wie schaffe ich es möglichst einfach, leicht und mit Freude wirklich meinen Traum auch umzusetzen? Ja, ich glaube, das ist auch unser aller Anliegen, ne? den Weg aufzuzeigen, wie das geht und aber auch Lust auf diesen Transformationsprozess zu machen, weil das ist immer meine Überzeugung. Es geht da wirklich gar nicht so sehr um das Ziel. Ich muss sonst irgendwie was für einen tollen Traum hinkriegen. Es gab ja auch die Blogparade, da habe ich drüber geschrieben, da zum Thema Träume leben. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich geht es vielmehr um diesen Seelenentwicklungsprozess und Persönlichkeitsentwicklungsprozess, den man da durchläuft. Ich habe nichts in meinem Leben, außer vielleicht meine Tochter, erlebt, was einen so wachsen lässt, ja, so in andere Dimensionen katapultiert, wo man so viel über sich nachdenkt, so viel über sich erfährt. Ja, und die Träume zu leben, ist einfach auch so eine Aufforderung herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich, ne, was du gesagt hast, was will ich denn in die Welt bringen? Und das ist
so beglückend. Das ist auch manchmal schon etwas anstrengend, aber es macht immer Spaß. Ja, das ist, finde ich. Ja, und es ist so, weißt du, für mich ist das auch so dieses mal einen Schritt aus dem Alltag heraustreten. Also wir gerade mit 40 plus bist du ja häufig auch in so einem Trott drin. Ja, viele Dinge sind so automatisiert, ja, die laufen einfach und man hat sie vielleicht jahrelang auch gar nicht hinterfragt. Und das ist ja was ich so genieße, ja, ist, dass man mit ab einem gewissen Alter vielleicht oder auch, ich glaube ja auch, dass die Zeit einfach im Moment einfach danach schreit, dass wir Dinge hinterfragen und nicht mehr alles so machen, wie man es jetzt schon 20, 30 Jahre gemacht hat, sondern einfach mal überlegt, vielleicht gibt es einen besseren Weg oder einen anderen Weg für mich oder vielleicht gibt es einen leichteren Weg für mich oder will ich das überhaupt, was ich da tue? Und das finde ich so wertvoll, weißt du, dieses einfach mal kurz innehalten und das ist, finde ich, das, wenn du dich mit deinen Träumen beschäftigst, dass du mal so stoppst und mal überlegst, was tue ich hier eigentlich? Bringt mich das jetzt meinem Traum oder meiner Vision näher? Oder ne, bin ich wie so ein Hamster im Rad und funktioniere nur und versuche einfach nur die Stunden des Tages abzuarbeiten? Und auch zu gucken, das finde ich so toll. Welche Gedanken halten mich vielleicht immer wieder davon ab, mal was Neues auszuprobieren und einen größeren Schritt zu gehen. Und da helfen diese intuitiven Geschichten unglaublich, ne? Weil auf einmal das, was du gerade beschreibst, ganz andere Ideen kommen. Man denkt, das ne? Und dann auch Möglichkeiten, dann gehen manchmal Türen auf, von denen man vorher auch nichts geahnt hat. Und das kann sein, dass in diesen Angeboten das alles so drinsteckt, dass da so Schlüssel drin sind für Türen, von denen man vorher nichts geahnt hat oder wo man gar nicht wusste, wie man die öffnen kann. So würde ich es vielleicht mal sagen. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ein absolutes Must-Have. Also wer uns da zuschaut, der merkt genau, wir sind völlig begeistert von dieser. Ja. Ich möchte auch nochmal der Gela Löhr danken, dass sie das in die Welt gebracht hat. Der ja. Tolle Online-Magazin Lemon Days für die Wechseljahre. Gela ist auch eine Frau, die wirklich ihren Traum gelebt hat. Habe sie, glaube ich, vor 5 Jahren auf einem Barcamp kennengelernt. Da hat sie gerade angefangen. Und das ist unglaublich, was sich daraus jetzt entwickelt hat. Sie ist auch, finde ich, so ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man versucht, so seinen Traum kennenzulernen und ihn in die Welt zu bringen. Genau, also ich setze mal den Link auf jeden Fall hier drunter und ich setze auch gerne den Link zu deiner Homepage unten in den Kommentar dann, dass wer sich für deine tolle Arbeit als spirituelle Apothekerin interessiert, da noch mehr erfahren kann und auch meinen Link zu meiner Homepage. Aber das Wichtige ist, schaut euch erstmal das Paket an, lasst euch inspirieren und es ist wirklich ein Riesengewinn, den ihr da habt, wenn ihr das Paket für euch bucht. Es ist eine Woche möglich, das zu buchen bis zum 31. Oktober, dann ist die Zeit rum. Aber die Angebote, die ihr da bekommt, die sind natürlich über einen viel längeren Zeitraum. Nur die Kaufmöglichkeit gibt es bis zum 31. Oktober. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Dann, du gehst ja morgen in Urlaub, wünsche ich euch auch eine ganz wunderbare Zeit. Dankeschön. Ich freue mich, wenn unsere Wege sich auch wieder kreuzen.